Hauptwaffe ist eigentlich hier unsere Desinfektionsflasche, die aber auch gleichzeitig schmiert. Die Maschinen brauchen das. Und bevor wir einen Kunden schneiden, machen wir die Maschine erstmal sauber. Das ist ein bisschen, riecht dann wie beim Arzt. Einmal kurz drüber, fertig. Und also das ist wie das Händewaschen. Hygiene beim Haareschneiden. Das ist das A und O für Friseur und Barbier Silvio Kölber. Hier in seinem Barbershop im Prenzlauer Berg ist das der Standard. Vor jedem Kunden Klingen wechseln, desinfizieren, Hände waschen. Den aktuell grassierenden Fadenpilz gab es in seinen Geschäften noch nicht. Trotzdem sind Silvio Kölber und seine Kollegen auf der Hut. Ich hatte letztens einen, der meinte irgendwie, er kommt gerade vom Arzt. Sie weiß selber noch nicht, was da so irgendwie oben abgeht. Den habe ich dann nach Hause geschickt. Der war zwar sauer, aber ich habe gesagt, das kann ich meinen anderen Kunden nicht zumuten. Gut so. Denn Trichopython tonsuras, so heißt der Hautpilz ganz genau, ist hoch ansteckend. Gerade tritt er überall in Deutschland auf. Betroffen sind vor allem Jugendliche und junge Männer, die sich in günstigen und weniger professionell arbeitenden Barbershops Trendfrisuren wie Undercuts und Lowfades rasieren lassen. Das ist ein Schönheitsberuf, ein Hygieneberuf und das ist bei manchen scheinbar noch nicht so richtig drin. Auch Dermatologin Lisa Schneider kennt den Hautpilz. Als Oberärztin im Vivantes-Klinikum Friedrichshain hat sie immer wieder damit zu tun. Gerade berichten ihr Patienten, dass gehäuft Infektionen auftreten, nachdem Patienten, Kinder als auch Erwachsene einen Barbershop aufgesucht haben und die danach Infektionen und Haarausfall bemerken. Erkennen kann man den Pilz an roten Flächen im Kopfbereich. Später schuppt sich die Haut, die Haare können ausfallen und es kann zu eitrigen Entzündungen kommen. Er ist nicht lebensgefährlich, aber er ist hochgradig ansteckend und verbreitet sich von Mensch zu Mensch. Vor allem, wenn mit unhygienischen Scheren und Rasierern gearbeitet wird. Wer erkrankt, muss cremen, shampoonieren und auch Tabletten einnehmen. Bis man wieder gesund ist, kann es Wochen oder sogar Monate dauern.